46 Punkte, das muss man sich einrahmen. Türkei 170, Rumänien 162, Dänemark 149 und Belgien auf dem 6. Platz, Aserbaidschan auf dem 5. Sprechchüre für Lena und das ist die Verabschiedung unserer Gastgeber, die einen großartigen Wettbewerb hier ausgerichtet haben. Da haben wir wirklich eine hohe Messlatte zu erfüllen und zu überspringen im nächsten Jahr 2011. Lena with Satellite is the song that Europe has chosen as its favorite. Jetzt wird es nicht nur in Deutschland ein Hit, sondern in ganz Europa. Übrigens geschrieben dieser Song von Julie Frost, einer Amerikanerin, und John Gordon, einem Dänen. Die haben den Song eigentlich als Ballade gesungen und nur durch ihre Interpretation als Abtempo-Song ist es zu diesem großen Hit gekommen. Das muss man auch mal sehen. Yes, congratulations to everyone in Germany. Also, feiern Sie gut. Es ist wirklich ein Anlass, den man feiern muss. Und es gab eine wirklich sehr gelungene Zusammenarbeit zwischen der ARD und ProSieben durch unser Star für Oslo. Und nun auch morgen Sendungen auf in der ARD und auf ProSieben. Die Ankunft Lena kurz nach 3 in Hannover. Alles weitere, die Details, die man ja nicht so planen konnte, werden wir dann morgen erfahren. Satellite, Lena, der Sieger des Eurovision Song Contests 2010. Peter Orban sagt tschüss aus Oslo mit Lena. Ciao. Just the other day, you're crazy. Dankeschön. Danke auch an
an die Backings einen großen Applaus. Sie haben einen wundervollen Job getan. Nicht nur ich bin daran schuld. Ja, ich weiß nicht, wo ich jetzt hin soll. Ich quatsch einfach noch mal ein bisschen.